Also erstmal muss man sagen, dass wir natürlich gern hier auch 3 Punkte mitgenommen hätten. Und ich denke, es wäre auch nicht unverdient gewesen, wenn man das Spiel sich angeguckt hat. Essen hat eine sehr engagierte Leistung gebracht. Absolut haben sie das auch verdient, den Punkt. Aber mit den Chancen, die wir heute hatten, denke ich, hätten wir durchaus das eine Tor machen können. Ja, 0-0 zu spielen, ja, kein Gegentor. Aber im Endeffekt, wenn wir doch als Sieger vom Platz gehen, ist uns zwar heute nicht gelungen, aber ich denke, dass man recht zufrieden sein kann mit einem 0-0. Essen war sehr stark. Aber ja, klar, es gibt weitere Spiele und man kann mit 0-0 eindeutig zufrieden sein. Ja, also wenn man jetzt zurückblickt, können wir schon zufrieden sein. Aber ich denke, wir haben uns sehr viel für das Spiel jetzt vorgenommen und wollten auch unbedingt mit einem Sieg wieder nach Hause fahren. Aber wenn man das Spiel jetzt so betrachtet, dann denke ich, geht das 0-0 auf jeden Fall dann auch in Ordnung, weil wir einfach die Chancen, die wir hatten, dann nicht reingemacht haben und Essen auch gut dagegen gespielt hat. Aber nee, also alles in allem muss man ganz klar feststellen, dass die Vorrunde bis jetzt von uns herausragend war, ja, bis zum heutigen Tag. Wir haben jetzt 11 Spiele absolviert, noch keine einzige Niederlage. Da können wir sehr, sehr gut damit leben und ich denke auch, meine Mannschaft hat heute im Laufe des Spiels sich mit den Bedingungen arrangiert, ja, mit Ball und Platz, was nicht ganz so leicht war, mit einer sehr harten Gangart auch von Essen. Die haben das gut gemacht und wir haben trotzdem, sag mal, 3-4 Aktionen gehabt, wo wir ein Tor machen können, vielleicht sogar müssen. Dementsprechend haben wir leider das heute nicht setzen können, aber wir sind sehr positiv. Ich denke mal, die Chancen, die wir hatten, hätten wir einfach auch machen müssen. Das macht dann auch eine Top-Mannschaft aus, dass die einfach die Tore dann machen. Und wir haben es leider nicht geschafft. Das habe ich ja immer wieder betont. Ja. Wir sind ja definitiv keine Top-Mannschaft. Ja. Also jeder, der uns da immer sowas erzählt hat, ich habe, glaube ich, vom ersten Spieltag an immer das Gleiche gesagt. Und da stehe ich nach wie vor dazu. Die Mannschaft hat herausragende Leistungen gebracht bis zum heutigen Tag. Das muss man einfach mal festhalten. Ja. Aber es war klar, dass wir immer noch im Vergleich zu anderen Mannschaften, die so Spiele dann einfach irgendwo über die Bühne bringen, ja, wo wir jetzt ja die letzten 2 Wochen mit wenigen Leuten nur trainieren konnten, ja, weil die Nationalspieler alle unterwegs waren. Wir konnten uns ja nicht wirklich gut auf das Spiel vorbereiten, hatten eine Einheit gemeinsam, das war gestern die Abschlusseinheit. Da war natürlich nur noch so ein bisschen Schnelligkeit dabei. Aber das sind Bedingungen, die kennen wir, das gehört dazu, wenn man eben Nationalspieler hat und dementsprechend haben wir auch uns darauf eingestellt, dass es heute ein Spiel wird gegen Essen, ja, wo ganz, ganz eng wird, ganz, ganz hart wird, wo wir sicherlich vielleicht auch irgendwie dann auch, ja, vielleicht das Ding auf unsere Seite ziehen. Das haben wir versucht, haben es dann leider nicht geschafft, aber nee, also alles in allem bleibe ich dabei nochmal. Ja, wir waren keine Top-Mannschaft, wir sind nur keine Top-Mannschaft und tun gut daran, einfach weiterzuarbeiten an den Dingen, die wir uns immer wieder vorgenommen haben. Ich denke, wir müssen als Mannschaft noch konkreter zusammenwachsen und wir haben uns nie das Ziel gesetzt, dass man jetzt sagt, ja, wir müssen da unbedingt auf Platz 1 sein, dass wenn es so wäre, dann wäre es so, aber ich denke, mit unserem Resultat, 8 Siegen, 3 Unentschieden, kann man relativ zufrieden sein und wir werden umso stärker in die Rückrunde zurückkommen und da auf jeden Fall unser Bestes geben und vielleicht gelingt es uns in der Rückrunde dann. Und dann erwarten wir jetzt gerade nächste Woche am Sonntag in Frankfurt ein Spiel, wo denkbar schwer ist. Ja. Also in Frankfurt, da sind sie doch relativ heimstark, viel Publikum dabei. Da fahren wir als Außenseiter hin und versuchen, ja, wieder die bestmögliche Leistung zu bringen.